Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil World of Warships und heute auch wieder mit einem Gewinnspiel. Heute zu gewinnen gibt es die Diana Lima, 14 Tage Premium und 1000 Dublonen. Gesamtwert von 17 Euro ungefähr. Und ja, die Schiffsvorstellung wird heute Plüschküken übernehmen, da ich das Schiff selber nicht habe. Und ja, ich gebe dann mal ab an meinen Kollegen. Danke, Mr. Bosen. Ich hoffe, meine Schiffsvorstellung hält einige interessante Informationen für euch bereit. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ihr danach erholt wieder aufwachen werdet. Wir haben hier das Schwesternschiff der bekannteren Aurora, die Diana, hier in der Ausführung der Diana Lima. Ein Premium-Kreuzer der Russen auf der Stufe 2. Die Diana ist ein typisch gepanzerter Kreuzer aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts und ein Überlebender der Schlacht um Tsushima. Durch ihre Panzerung ist sie natürlich etwas langsam. Hier leider nur 19 Knoten schnell. Die Ruderstellzeit beträgt 6,4 Sekunden bei einem Wendekreisradius von 430 Metern. Sie kann aber dank ihren 8 x 152 mm Geschützen auf großer Entfernung von knapp 12 Kilometern Gegner effektiv beschießen und zerstören. Auch im Nahkampf schlägt sie sich außerordentlich gut. Die Diana besitzt eine Sekundärbewaffnung von 12 Geschützen mit einem Kaliber von 75 mm. Die Zitadelle ist durch das dick gepanzerte Deck gut geschützt. Die Erkennbarkeit zu Wasser beträgt 10,8 Kilometer. In Dienst gestellt wurde die Diana 1901. So wie ihr sie hier seht, könnt ihr diese Diana in einem Gewinnspiel von uns gewinnen. Die Diana Lima kommt inklusive 14 Tagen Prämien und 1000 Dublonen als Wert für euch. Und nun viel Glück beim Gewinnspiel, welches Herr Bosen irgendwann in diesem Video ankündigen wird, was zu tun ist. Ja, meine Freunde, das war doch eine super erklärte Schiffsvorstellung. Und wenn ihr dieses Schiff gewinnen wollt, schreibt einfach in die Kommentare, warum ihr dieses Starterpaket haben wollt. Ganz wichtig noch, ihr müsst einen neuen Account gründen. Also auf einem bestehenden Account funktioniert das nicht. Das ist ein Starterpaket für Neuankömmlinge hier in World of Warships. Und ja, viel Spaß beim Gewinnspiel. Und würde ich sagen, gehen wir jetzt auch schon ab in die Runde. Viel Spaß. So, meine Freunde, sind wir auch in der Runde. Ich in meiner Nino Bixio, wie eben schon gesagt. Der Flor in der Dresden und Plüschküken in der Diana. Das hört sich ja jetzt an. Wieso? In der Diana. In der Diana. Ja. Alles klar. Das, der, die das Plüschküken ist, in der Diana. Warum für Doppeldeutigkeiten? Warum fahre ich denn hier oben lang? Ich will hier oben lang. Was kann denn dieses Schiff überhaupt? Das fahre ich, habe noch nie gefahren. Also, aufpassen, du fährst gerade in mich. Nein. Nein, geht das? Na gut. Glück gehabt. Guck mal, da kannst du noch mit dem Panzer durchfahren. Wie weit kann die denn schießen hier? 11,4 Kilometer. Toll, keiner fährt zu A. GG. Alter, ist das eine Streuung. Junge, Junge, Junge. Da ist er doch. Jetzt nebel doch hier nicht direkt von meiner Nase, Mensch. Junge, ist er schnell. Heidewitzka. Ach, er ist ein Bot. Man sagen, so wie der fährt. Oh, ich. Oh, ja, alles klar. Nice. Und die Nachladezeit von dem Geschoss hier ist aber auch schon sportlich auf Tier 2. Gegner alle durch die Mitte. Naja, einige, ne? Bei uns fährt keiner zu A, weil Bots und Bots fahren immer nur geradeaus. Ich
Ja, meine Freunde, wenn ihr die Diana Lima 14 Tage Premium und 1000 Dublonen gewinnen wollt, schreibt uns doch in die Kommentare, warum ihr dieses Paket gerne gewinnen würdet. Und mit etwas Glück dann bald die Diana bei euch im Hafen stehen. Jetzt habe ich einen guten Platz hier. Ach, die halt, ich habe SAP. Das allererste Mal in meinem Leben, dass ich mit SAP spiele. Und bedenkt, der ist nur für neue Accounts. Genau. Nur für neue Accounts. Bestehende Accounts funktioniert das nicht. Ihr müsst euch neu anmelden. Also am besten für Neulinge in World of Warships. Das ist auch ein gutes, kleines, guter Startbonus. 1000 Dublonen. Und 14 Tage Premium ist ja sowieso top. Oh, der frammt den jetzt, oder was? Ja, man bekommt einen vor, wie im Koop-Modus kommt der das hier vor. Naja. Wie im Koop-Modus. Seit wann kann denn Bot rosa werden? Das geht. Really? Wow. Wer ist denn das? Der vor mir. Die wahrscheinlich hat er den Kill geklaut oder so. Wie, du bist tot? Ja. Ach, du bist da unten in A reingefahren, ne? Ja, ja. Ja. Das war, hier. Das war wohl nicht so die beste Idee. Was sagt man, ist mal ein guter Schadenswert? Tier mal 10? Mal 10.000, ja. Aha, da habe ich es ja fast. Ito. Ich auch. Ach, da ist eine Dresden neben mir. Steht da ja einfach. Hier ist wohl Afk. Der ist wohl Afk. Ja, der meint nix. Der macht nix. Alter, wie meine Kugeln fliegen, das ist ja unterirdisch. Er scheint einen Disconnect zu haben, weil eben ist er noch gefahren. Ja. Da ist keine Tops ab. Alter, wo diese Kugeln hinfliegen. So, die Nino Bixio hat doch Tops, oder nicht? Nö. Geht an ab 3. Okay, ich bin so langsam. Wie den Kill klaut mir jetzt einer, dann raste ich aber aus hier. Dann raste ich schon mal aus. Boah. Scheiß Bot. Unser Team hat die Führung übernommen. Boss Ragen. Ja, genau. Jetzt total abgehen hier. Und da muss einer so ganz cool schreiben. Hey Mann, das ist ein Bot. Am besten Rage quitten, ne? Ja. Ach Gott. Lalalala. Ach, der einzige Nachteil ist der Diana. Man ist etwas langsam. Guck mal, da sieht man auch gleich, wer kein Bot ist, ne? Die Emden, Pete 79, fährt am Gartenrand rum in A3. Da weißt du doch gleich, was Sache ist. Alter, diese Kugeln, die fliegen aber auch echt, das ist ja wahr. Mann, 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 Mann. Da ist ein DD. Jo, da kümmert sich ja wohl die Albany drum. Oder? Ah,
Einmal noch auf die Emden schießen. Das war's mit der Elbe nicht. Na, kümmern wir uns nochmal drum. Ah, willst du mich jetzt abfackeln oder was? Aber wendig ist das Ding, ne? Das muss man ja sagen. Ich denke mich jetzt hier mal hin, schön in der Linksbums. Bleibst du doch wohl nicht stehen, oder? Oh Mann, ey. Slugshot. Wo ist der Scheiß? Idee. Da ist er. Bob gerade. Schön nicht getroffen. Alter, ich drehe viel schneller, als die Türme nur ansatzweise daherkommen. Feuergetriebe. Hey, ich hab einen Kill. Bin da sehr begeistert. So, das ist natürlich jetzt kein Bot da hinten. Nicht tot. Jetzt bin ich tot. Jo. Ja. Knapp 40.000 Schaden. Der fährt sich da schön fest, oder? Nö, der fährt ganz knapp dran vorbei. Jetzt könnte er sich mit dem Arsch festfahren, wenn ihr aufpasst. Passt gerade so. Oh, ich glaube, ich bin dann an der Leiche. Glaube ich auch. Ich wollte gerade sagen, wie oft brennst du denn gerade? Diana. Sieht ja nicht schlecht aus, ne? Schöne schwarze Tarnung also drauf. Ganz cool aus. Achso, ja, wann ist denn eigentlich ein Einsendeschluss hier von unserem Gewinnspiel? Wie du willst. Ich will. Weiß nicht, wann kommt denn das Video überhaupt raus? Das ist auch die Frage, ne? Am 3. Oktober kommt das Video raus. Also am Tag der Deutschen Einheit. Und dann würde ich sagen, ist das. Mal bis zum 10., ne? Eine Woche. Nee, ist zu lang. Einsendeschluss ist Montag. Montag, den 5. bis 12 Uhr. Mittags. Genau, vom 3. bis Montag, 12 Uhr. 5. Oktober. So, verlieren wir auch dieses Match? Das wäre ja genial. Dann hätten wir heute ja gar nichts gewonnen. Glaube ich nicht. Nein, das gewinnen wir. Ja, meinst du? Ja. Da glaube ich nichts von. Weiß nicht, ob die dir jetzt hinterher fährt oder was die. Die fährt dir, glaube ich, hinterher. Nee, fährt sie nicht. Oha. Da stehen sie, ja. Ja, aber das wird sie verlieren. Schlachtschiff. Fast volles Schlachtschiff. Die schießt ja nicht mal. Will die jetzt wegrammen oder hat die vor? Oha.
Das wird nichts. Ach, der will die Bogart hier rausnehmen. Ja. Versucht er zumindest. Ja, jede Salbe ein Tausender weg. Ja, boah, noch drei. Aber dann kann er schon nicht mehr auf die schießen. Boah, geht Unterstützung. Ja. Schön. Gleich unten angekommen. Ja. Da ist auf jeden Fall keiner. Kawachi steht noch im B. Haben wir gewonnen. Mit Fullspeed noch niemals die Insel halb umrundet. Und das in einer Minute. Oh ne, jetzt fährt sie doch nicht weg. Jetzt ist hier Feuergefecht. Jetzt kommt aber nochmal Spannung auf, ja. Guck mal, wo schießt der Bot denn jetzt hin? Na gut, der andere trifft ja auch nicht. Einer macht irgendeinen Schaden. Alle schießen sie irgendwo links und rechts daneben. Oh Mann, ist das ein Armutszeugnis hier. Der Bot trifft nicht. Der Spieler trifft nicht. Und die sind 2 Kilometer auseinander. Oh, jetzt hat der Spieler getroffen. Uha. Da haben wir aber 6000 abgezogen. Aber jetzt dürfte das grün sein. Ja, ja, definitiv. Oh. Definitiv, von den Pumpen her. Wenn du jetzt nicht noch stirbst, in einer Minute 34. Dann glaube ich, sollte es das gewesen sein. Seht ihr, meine Freunde, mit der Diana und vor allem dann mit der Diana Lima ist der hier live. Hier, guck mal, kriegst Anweisung. Hart umkämpften Match hier. Hier geht's um Punkte. gewinnt man einfach jedes Spiel. Also, wenn ihr Diana und vor allem Diana Lima haben wollt, schreibt in die Kommentare, warum ihr dieses Starterpaket haben wollt. Und mit etwas Glück hört es bald euch. Ja. Kawachi ist genau hinterm Berg. Also, gewonnen. Ah, das war doch locker flockig. Ja, easy win war das. Auch mal ganz, ganz dezent über die 20 Minuten gestreckt. Oh Mann, ey. Ja, gut. Die Reichweite ist 9,4. Okay, passt. Wow. Was ein Hammer-Game. Aber ein Sieg. Werde ich wahrscheinlich mit EPs überhäuft. Boah, 7376. Oh, immerhin. Weiter. Hier da. Hier da. Ja, und Rolf ist auch Erster. Ja, super. Man muss nur den Bildschirm drehen. Eben. Gut, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses wahnsinnig unterhaltsame Match. Wenn ja, wisst, was zu tun ist. Und viel Spaß beim Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Macht ihr auch Tschüss? So. Tschüss.